Ja, du. Assalamu alaikum, Sahid. Mein bin Pakistan se hun und meine aapke bare bahut par internet par. Ja. Ich bin Islam Kritiker. Ich hab Buch geschrieben in die Richtung der Wahrheit und die Wahrheit ist, Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja, was kann man denn zu dem Sahid sagen? Der hat Deutsch. Der Sahid seine eigene Vorstellung, Sichtweise. Aber da muss man aufpassen, was man dazu sagt, dass man nicht die Islam angreifen soll. Ich respektiere deine Meinung, aber man muss aufpassen, inwiefern man, dass man nicht andere Religionen, dass man nicht die Religion beleidigt. Man kann Meinung sagen, aber das... Ja, wenn man die Religion gar nicht da hat, dann kann man sie ja gar nicht beleidigen. Aber du bist jetzt auch da. Ja, ich gehe zur islamischen Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya an. Das kennst du mich in Pakistan, die verfolgt werden. In Pakistan auf jeden Fall. Werden wir als Kafir angesehen, als Ungläubige. Aber wir fühlen uns selber als Muslime. Die haben kein Recht dazu, uns Ungläubige zu nennen. Jeder hat seinen Glauben. Nach Deutschland kommen, darf man alles glauben. Ja, da in Deutschland ist Freiheit, Religionsfreiheit. Ja. Und da darf jeder leben, wie er will. Ich glaube nachher ein schönes, kühles Bier im Biergarten. Ja, mit ein bisschen Alkohol drin. Aber da machst du ja nicht mit. Ja, dafür trinke ich dann Cola. Ey, noch schlimmer. Nein, mach nicht Ziegen heil, weißt du? Ich bin der nächste Taliban-Führer. Und dann hebe ich auch noch Tent hoch, weißt du? Ja, das macht er alles. Ich habe das Falsche. Was ist? So, wenn du mir den Falsche trinke bist, dann willst du das auch nicht. Oh, aber trinke du mal trotzdem. Hey, die haben alle drauf. Die trinken alle. Die muss fotografieren. Weiter trinken. Die Ausgeburt von Cocktail.